Alles wieder heil. Zuerst diese Terroristen und jetzt ein Jedi. Servus, kümmert euch um den Eindringling. Zu Befehl. Zurück, Jedi. Ich bin der Schüler von Darth Lacris, der Vizepräsidentin von Balmorra, und dieser Mann steht unter meinem Schutz. Mit welchem Recht regiert eure Meisterin diesen Planeten? Das versteht ihr nicht, Jedi. Meine Familie hat schon immer hier gelebt und zugesehen, wie die Einmischung der Republik Balmorra gebremst hat. Aber Darth Lacris kann uns zum Ruhm führen. Die dunkle Seite führt nur zu Schmerz und Leid. Ihr wisst nicht, was Schmerz bedeutet, Jedi. Noch nicht. Selbst schuld, wenn man sich mit uns anlegt. Das werdet ihr büßen, Jedi. Servus war Darth Lacris Lieblingsschüler. Sie wird mich für seinen Tod verantwortlich machen. Ihr kamt umsonst her. Ich werde nie... Was zum... Jedi, alles in Ordnung? Kommt raus. Ich will euch sehen. Jedi... Gut, dass ihr den Leibwächter abgelenkt habt. So bin ich zum Schuss gekommen.
Hab nicht ganz getroffen. Tretet bitte zur Seite. Er muss sterben. Ihr werdet vor meinen Augen keinen Mord begehen. Wir sind im Krieg. Und er ist der Feind. Dieser Mann versklavt Balmoraner. Also muss er sterben. Warum wollt ihr ihn jetzt töten, wenn das Imperium vielleicht Lösegeld für ihn zahlt? Dummes Jedi-Zeug. Aber gut, ich schicke meine Leute, um ihn gefangen zu nehmen. Ich habe einen Unterschlupf gefunden, wo Tai und seine Kollegen sich versammeln können. Meine Leute bringen ihn gerade heimlich dorthin. Na dann, ich gehe schon mal. Ich will Tais Plan hören. Ausgezeichnete Arbeit. Zwei meiner Kollegen sind bereits aus dem Exil zurückgekehrt und hier können wir in Sicherheit agieren. Ihr plant, Balmorra an die Republik zu übergeben. Ein Besatzer löst den nächsten ab. Aber wir beide wollen, dass das Imperium verschwindet. Wir haben dasselbe Ziel. Im Moment. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, können wir Balmorra nicht befreien. Schön gesagt. Und genau das ist eine der Stützen meines Plans. Balmorras Stärke liegt in der riesigen Industrie hier. Sie hat Geld, politischen Einfluss und Militärdroiden. Bis jetzt hat das Imperium die Industrie in Ruhe gelassen, im Gegenzug für Waffen und Creditspenden. Wenn die Industrie imperiale Soldaten bewaffnet, ist sie unser Feind. Der Jedi hat recht. Nachdem ihr beide euch um diesen imperialen Beamten gekümmert habt, habe ich meine alten Bekannten in der Industrie kontaktiert. Sie wollen uns zuhören. Ihre Ressourcen sind von unschätzbarem Wert für den Aufbau unserer eigenen Regierung. Ich will, dass sie sich dafür einsetzen. Um was geht es? Direktor Fenn ist der Leiter von Truida und spricht für die anderen Firmen. Er möchte eine Abmachung mit uns aushandeln. Außerhalb von Sobrik gibt es eine alte Aufzeichnungskammer. Dort will er uns treffen. Es wäre gut, wenn ihr ihn überzeugen könntet, uns zu helfen. Ich bin sicher, ich kann diesen Direktor Fenn zur Vernunft bringen. Das Imperium beobachtet alle, die von Bedeutung sind. Fenn wird von imperialen Droiden verfolgt werden. Zum Schutz. Zerstört sie schnell oder sie erstatten dem Imperium Bericht. Dann ist alles verloren.